heute sein 200. Bundesligaspiel gepfiffen. Also Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Schiri-Leistung. Bist du zufrieden? Sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Hat ein gutes Fingerspitzengespür gezeigt. Hat auch viel laufen lassen, was ich immer gut finde. Manuel Gräfe, Aitekin, das sind schon Flaggschiffe des Schiedsrichtersports. Hat er gut gemacht. Ja, und das Flaggschiff des FC Bayern München ist gleich bei uns angekommen. Nur noch wenige Meter. Ja. Und dann ist er da. Julian, hola. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Danke. Vorhin habe ich mal aus dem Augenwinkel vor Anpfiff gefragt, wie Julian Nagelsmann denn in die zweite Saison als Bayern-Trainer starten möchte, nachdem es beim ersten Mal ja nur ein 1-1 gab. Wie hat ihm das zweite Mal denn jetzt gefallen? Ja, besser als das erste. Kann ich verstehen. Ja, sehr, sehr gut. Ich finde, habe ich auch gerade der Mannschaft gesagt, die Energie, die man spürt, ist das, was mich am meisten freut. Natürlich, das Ergebnis ist dann vielleicht eine Folge davon, von der Energie. Aber wenn ich sehe, wie die Jungs da mit den Fans auch feiern, das hat man schon im Supercup, dass ich das Gefühl hatte, wir haben uns über den kleineren Titel da sehr, sehr viel gefreut. Was teilweise vielleicht letztes Jahr nicht immer der Fall war, wenn wir ein Spiel gewonnen haben. Und auch heute wieder, ja, Sadio auf dem Zaun, aber auch so die ganze gesamte Mannschaft. Es ist eine sehr, sehr gute Energie spürbar und das sieht man auch in der Leistung. Das haben uns durchweg auch alle Spieler gerade in den Interviews bestätigt, dass es unheimlich viel Spaß macht, dass die Jungs Freude auf dem Platz haben, dass alles relativ gut schon funktioniert, obwohl man an einem frühen Zeitpunkt in der Saison ist. Hat Ihre Stimme auch ein bisschen gelitten? Habe ich das richtig rausgehört? Ja, aber das waren heute auch aktiv mit. Die regeneriert sich meistens sehr schnell wieder. Man gewöhnt sich da irgendwann mit der Zeit ein bisschen dran. Ja, Sandro weiß das besser, glaube ich, als ich. Er ist schon immer aktiv mit dabei. Ja, das nimmt man schon als Spieler auch wahr. Kein Angelotti an der Seitenlinie. Das ist schon sehr, sehr aktiv. Der macht ein paar Meter, der Julian. Ja, da sehen wir Sie gerade nochmal, haben Sie Pavard angefeuert. Zweimal Standards auch direkt zu Beginn. Da ist die Mannschaft dann auch direkt zum Co-Trainer Dino Topmüller gerannt. Freut Sie sowas dann auch, wenn das, was im Training geübt wurde, kurze Standards, kurze Freistöße, wenn das im Match dann direkt aufgeht, der Plan? Ja, beim 1-0 das große Lob an Toni Tapalovic. Der hat mit Dino das abgesprochen, dass wir da vielleicht eine Option haben, weil Kevin natürlich sehr, sehr hoch steht bei den Freistößen. Der war eigentlich einen Tick zu weit weg für die Aktion, aber Josh spielt den natürlich auch herausragend an Innenpfosten. Haben wir ja gefühlt vor 5 Stunden angeguckt im Video, die Aktion, und ja, die klappt jetzt nicht immer. Ich glaube, viele werden jetzt darauf vorbereitet sein, aber dass heute geklappt hat, ist ja großes Lob an meine beiden Trainerkollegen und auch an Josh. Die Ausführung war gut und vor allem die Information heute früh war sehr, sehr wertvoll. Innenverteidiger Pavard ist auch direkt mal mit einem Saisontor in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Aber was viele Bayern-Fans natürlich freut, ist der Treffer von Sadio Mané. Ja, Josh hat es ja auch angesprochen vorhin und Julian auch. Wir haben es im Spiel gesehen, Endika und Touré waren sich oftmals nicht sicher, darf ich nach außen durchdecken oder soll ich die Mitte zumachen, und das war von der Absprache her nicht optimal, und da gab es viele Probleme und da gab es Räume hinter Knauf, hinter Kostic, und das hat Bayern immer sehr, sehr gut gespielt. Die Räume waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so da, war der Knauf tiefer, Stenzel ist reingekommen, war sehr, sehr tief, und das haben sie dann gegen den Ball besser gemacht. DAZN-Neuzugang Michael Ballack hat über ihre erste Bundesliga gesagt, Meister zu werden ist Normalität bei den Bayern. Würden Sie dem zustimmen eigentlich? Ja gut, wenn man 10-mal in Folge Meister wird, dann ist ja, da äußern sich ja sehr viele dazu. Wichtig ist das, was am Ende wird. Ob das Normalität ist oder nicht, ist mir eigentlich egal. Es kann gerne Normalität bleiben. Und was könnte für Ihr Gefühl noch dazukommen in dieser Saison? Ja gut, dass wir in anderen beiden Wettbewerben länger dabei bleiben wollen, steht glaube ich außer Frage. Vor allem DFB-Pokal war natürlich enttäuschend letztes Jahr. Da wollen wir weiterkommen, als wir das letztes Jahr gemacht haben, natürlich gerne ins Finale. Champions League kannst du nie so richtig einkalkulieren, aber da hätten wir generell im Rückspiel sicherlich auch ein Weiterkommen verdient gehabt und hatten halt eine ja, unglückliche Aktion. Da wollen wir auch weiterkommen, und aber es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aktuell ist Bundesliga-Tagesgeschäft und dann Ende August Pokal, und dann schauen wir weiter. Ja, und bis hierhin haben wir einen ersten richtig guten Eindruck bekommen. Vielen Dank, Julian Nagelsmann. Herzlichen Glückwunsch. Gute Heimreise.